Alle Realität ist auf den Flügeln von Faltern, von Schmetterlingen. Stell dir vor, wie alles, alle Oberflächen in Wahrheit Schmetterlinge sind. Unendlich klein, unendlich groß überall. Und dann beginnen sie, wie die Bienen, plötzlich zu schwärmen. So muss man sich mal anschauen in YouTube, wie das ausschaut, wenn Bienen schwärmen. Wenn nicht nur Hunderttausende, sondern eine Million Bienen einen Körper bildet. Ein Signal. One big. Und dieses Signal, das kommt nicht aus der Erde, das kommt aus dir. Du bist ja die Erde. Die Erde passt sich dann schon an. Dafür war der Winter da, der Winter da, ich liebe den Winter. Im Winter wachsen die Räume nach innen. Und alles ist im Innen. Und das Wetter, alles wird sich anpassen. Das war alles nur eine Rhythmik, die du dir mal ausgesucht hast. Du verstehst dann auch die Rhythmik hinter der Rhythmik und kannst in eine andere Schwingung, in einen Zustand gehen, der unendlich ist. Und mal da, ja, diese Realität wird sich auflösen und verformen, weil es alles Teil in der Frequenzsuppe ist. Aber es geht eben, wie gesagt, erst wenn das vollendet ist, ganz einfach. So, und hier in die Live-Aufnahme, die da passiert ist, als ich wirklich diesen Durchbruch erlebt habe, muss ich jetzt erstmal noch was reinschneiden, das ich am Handy aufgenommen habe, darum ist die Qualität nicht so toll. Spontan, super erfasst. Das sind jetzt 3 Minuten und dann wird die Qualität wieder besser. Und am Schluss auch noch die andere Hälfte als Ausklang. Also ertrage es. Also ist einfach ein Original. Ja, Mann, das war halt so klar, die Analogie. Ja, war so klar von, dass ich das jetzt nicht am Tag drauf einfach trinken kann und wieder rein kann. Obwohl es in dem Zustand so von, ja, du darfst so jederzeit wieder... Und dann wurde mir klar, wie das erzeugt wird. Wie sich Salvia daran erinnert hat, ohne dass ich es genommen habe, indem ich nur die Buchseite, indem ich den Tripbericht gelesen habe. Das hat eine Intensität ausgelöst, die ein Erlebnis angezogen hat, das so stark war und das sich perfekt in den Raum platziert hat. Warm, kuschelig bei mir, dunkel. Sobald meine Freundin aus der Tür draußen war, hat es nur noch abgegangen und ich habe jahrelang das Kernerlebnis erlebt. Und habe mich halt fucking dort entschieden, echt nochmal zurückzukommen, weil ich gesehen habe, wer alle noch und die Leuchtpunkte und bla bla bla, kann man jetzt alles hinargumentieren. Und jetzt mal denke ich wieder, beim letzten Mal auch schon von, danach ärgere ich mich wieder, warum ich nicht einfach gemacht habe, es war doch eh, Tina hat mich eingepackt, es bist doch eh alles, ist doch eh alles in dir. Mach's einfach. So cool, so jemand zu haben, der wo einen dann wieder bremst, weil ich wäre unendlich dabei, das Zeug zu verarbeiten und perfekte Kunst draus zu machen, und das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, Spontanitätsspiel von, die hat mich echt einfach eingepackt, ich weiß deinen Ort, da fahre ich dich jetzt hin, zack, habe ich genau noch 3 Stunden Zeit gehabt, und in diesen 3 Stunden habe ich die Aufnahme, die Salve-Bibel multimedial und den Klartraum veröffentlicht und an alle Freunde geschickt, als ob ich nie mehr zurückkehren müsste, um einfach hier in das absolute Portal zu gehen. Und hier stelle ich dann fest, ja, dass die Intensität, die Assoziation, die Lebendigkeit. Und oft waren das Momente, Tina kam mich besuchen, dann habe ich gesagt, ich lese was aus der Salve-Bibel vor, und dann hat es mich gehabt. Und wenn du dich einfach so hinlegst und meditierst und Dinge und Ayahuasca, 1000 Visionen, alles toll, aber du brauchst fucking den Trigger, das, was auslöst, und es passiert nicht aus dem Nichts, und es passiert durch Interaktion, so wie jetzt gerade eben, ne? Sonst, wenn ich einfach da liegen würde, dann würde das nicht passieren. Und ich denke, dass das so ein Moment sein wird. Es können 1000 Momente sein. Jetzt halt wird so klar, wie wir durchschlüpfen durch die Realität. Ne? Blam, ich könnte leben in anderen, ich könnte Jahre in anderen Leben verbringen. Total bewusst, es wird, sobald du Salvia-Göttin wirst, Salvia-Gott wirst, bist du der Uhrenklauber und der, wo die Seiten blättert und die Realitäten. Aber die Essenz der Essenzen ist dann nicht mehr lang zu spielen, sondern wirklich die Geburt einfach auszulösen, dass du nicht mehr mit in Realitäten spielst, wo andere unbewusst sind. Klar.
Das war noch des Künstlers letztes Abschlusswerk. Deinen Liebsten das noch mitzugeben, denn so pflanzt sich die Liebe fort, ganz einfach. Das ist einfach, da steckt ja so viel drin. Das ist halt das Fraktal, das Frühstück im Frühstück, ja? Ich freue mich so drauf, diese Vision, das war echt der Ober, boah, alles, das war wumm. Da gab's nichts mehr. Und das hat sich alles verformt und als ein Organismus geformt und der war ich und der konnte über alles. Ich hätte einfach auslösen können. Ich habe mich halt entschieden, hier zurückzukommen. Ja. Warum darum? Aber keine Sorge, es wird passieren. Liebe. Ich überlege ja, wenn Klartraum zweite Auflage das Datum ändern soll, wo ich gesagt habe, bis 2020, ja, es passt schon. Bis dahin haben wir das locker. Mhm. Alles ist assoziiert, verlinkt. Und hochinteressant vom Matrix-Blogger, der Artikel über Dissoziation. Wie du dem entkommst. Aber das Geile ist, man kann das Ganze natürlich meditativ und total lang keine Gedanken und in jegliche Assoziation, also Verknüpfung unterbinden. Von allem, was dein Geist und Verstand und Herz dauernd tun würde. Du dissoziierst dich von allem. Du nimmst Abstand von allem. Und das über einen längeren Zustand. Und damit schaltest du auch aus. Aber viel geiler ist es, das Ganze als trommelnde, wirbelnde, tanzende, klingende, schwingende Symphonie zu veranstalten. Ich höre dann die Frequenz in mir und dehne sie einfach aus auf alles. Und jetzt mal, wenn die Welle rollt, dann halte ich sie zurück. Wie so ein Bifus, wie ein Orgasmus, den man zurückhält. Exakt so ist es. Die Parthenogenese, die Wiedergeburt, die Jungfrau Maria persönlich zu sein. Gott in dir, Gott in dir. Entheogen, Theo. Theolog, Theo ist Gott. Und N ist included, embedded. In den Pflanzen, im Leben. Also Gott in den Pflanzen ist entheogen. Und entheogene sind einfach ein Erleuchtungspflichtprogramm. Ne? Das wäre ganz normal, das wird man die ganze Zeit, wenn wir nur in den indigenen Völkern aufgewachsen wären, die in Kolumbien, Crystal Land, die haben total viele Verbindungen zu Indigenen. Und die geben das Achtjährigen und beobachten, dass Kinder keine Erscheinungen haben, dass sie sich übergeben müssen oder das Übliche, was die Ayahuasca-Anfänger. Bei mir ist es auch nicht mehr. Also ich kann es trinken und es ist wie ein Power-Up, wie in Super Mario. Und ich weiß, dass ich es jederzeit benutzen kann, um einzusteigen und alles hinter mir zu lassen. Ohne an den Ort reisen zu müssen, ohne sonst was. Ich brauche einfach nur für einen Tag meine Ruhe und dann gäbe es kein Tomorrow mehr. Edge of Tomorrow ist übrigens ein sehr geiler Film, den man sich auch unbedingt installieren sollte, um die Struktur von täglich grüßt das Murmeltier. 50 neue Leben, 50 neue, bis du die Struktur und die Erfahrung checkst und das Spiel durchbrichst, die dein Bewusstsein erweitert und Spuren zieht, dass du verstehst, wie dein Leben eins dieser Filmsequenzen ist. Okay, du kannst jederzeit den Pause-Button drücken. Und wenn man das nicht kennt, dann ist es in Meditation so langatmig zu erreichen. Ja, aber hier haben die Fähigkeiten körpereigen sehr, sehr leicht zugreifbar. Ansonsten darf man da gerne das Rad um Millionen Jahre vordrehen und sich die Erkenntnis abholen. Ja. Das ist egalisiert. Egal. DMT ist auch der Egalisator. Hebt alle belanglosen Alltagsprobleme, ne? KK84 schreibt, wir sind hier im blasphemischen Kaffeesatz mit Schwingungsfrequenz 0. Und der DMT-Dom ist erfüllt von höchsten Lebensformen, die alle über unsere Realität, über unsere Existenz sind. Mit den höchsten Schwingungsformen bis zu unendlich, bis reines Licht.
Und wir leben hier im blasphemischen Kaffeesatz. Da, ja, habe ich auch schon vertont. Da gibt's wieder ein Best of der Best ofs, die mir gerade einfallen als Zitat. Aber wisst ihr was, das kann jemand anders auch machen. Wenn ich nämlich dann nur noch Erinnerung bin, ich werde schaffen, dass ich nur noch eine Erinnerung bin. Und meine Erinnerung ist dann so, dass die Audios und YouTube, die ich online gestellt habe, jemand anders genommen hat, auseinandergeschnitten hat, wieder neue Best-ofs gemacht hat, seinen eigenen Kram mit dazu. Und so zerpflückt sich das Brot, krümmt sich dieses tollste Feenerweckungs. Muss noch nicht mal Namen bekommen. Das ist auch Schamane, wie viel da was mit dran verknüpfen. Boah, wie schwer belastet das Wort. Das schüttel mal alles ab. Das ist, da gibt's kein Pro und Contra, sondern das ist einfach nur der, der es teilt. Und wenn jemand was anders gemeint hat, dann soll er das mal meinen. Und man muss nie was rechtfertigen. Es war nur eine bildliche Hilfe von denen, wie schreibt der Stadtschamane? Der Schamane ist die Spinne im luziden Traum, die das Netz webt. Das Netz weben. Genau das macht die Salvia-Göttin. Wir haben ein Spinnenrad. Und wenn du sie wurdest, dann ist sie immer da. Und es kann auch ein Er sein, das, wie du magst. Wir sind eh geschlechtlos. Sex wird auch absolut irrelevant, sobald man... Das ist schon monatelang, jahrelang so jetzt. Sollen die anderen? Ich hab genug erlebt. Da kannst du da sitzen und 100.000 Jahre glücklich sein. Ah ja, und das ganze Wissen, das hat einen eigenen Ikaros-Song. Und innerhalb dieses Ikaros steckt all das, was ich gerade eben wiedergebe. Und noch viel mehr. Das ist, wow, das muss man einfach erlebt haben. Und das schwingt und klingt und das singe ich in mein... Und das hat mein Ayahuasca mir gebracht, also bringe ich es zurück. Das heißt... Ich lag gerade auch das Ikaros von Inkanima hoch, dass man sich darunter was vorstellen kann. Ja, sehe ich absolut schon passieren. Dafür war die Zeit da. Und dann sind wir eins. Diese Vorstellungsbilder, die dir die Salvia-Bibel geben, sind tiefenbrechend, ja. Und ich bin gekommen, um zu übersetzen. Und es war fucking AIDS, echt klar. Voll cool, das Ganze mit dem I Ching, Maya, sonst was. Das waren aber nur Bilder und Andeutungen, man muss das alles gar nicht. Wenn du dir später die Erkenntnis abholen willst, dann platzierst du dich in dem Leben, in der Sichtweise mal eben. Du kannst es erleben, in Träumen, in Salvia. Und dann kann ich in mich switchen, wie ich das I Ching studiert habe und kann mich an Sachen wieder erinnern, obwohl ich's... Das ist nicht Vortex, Mathe, alles bla, Merkaba, ich habe halt gelacht, Merkaba, Tronvalo, ja. Auch alles, bin ich auch. Habe ich nie long geübt, irgendwelche... Das kannst du dann einfach einschalten. Es ist, du hast auf wirklich die Akasha-Bibliothek, auf alles, alles Zugriff. Und hier kommt jetzt noch eine kurze Handyaufnahme als Reaktion auf Freunde, die von den Gewohnheiten Zucker und Tabak wegkommen wollen. Und meine Reaktion drauf, wie wichtig das, was wir aufnehmen, ist in Bezug auf schwingungserhöhtes Leben. Emanuel, du kannst Dimensionsjumper werden, wenn du die ist das, was an dir, an deinen Schichten klebt. Das macht viel aus. Dann kannst du in die Höchsten, dann kann das nämlich resonant wie in einem Orchester klingen. Und es gibt
Wir dürfen ja noch, das ist ja nicht. Aber Zucker lässt sich super, super geil durch. Dattel, bla 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 bla. Das ist nur eine Sache, das ist echt wichtig. Das hält eine Frequenzschwingung, wo du einfach nicht voller Kristall werden kannst. Und du kannst dieses Raumschiff nicht bedienen sonst. Und der normale Tabak hat es auch in sich. Besorg dir unbedingt Mapacho. Und der Mapacho ist gesegnet. Der darf der Erde, der ist durchlässig. Die Membranen, wir werden reine Essenz, reiner Biofilm. Ja. Bin dann wieder voll, bestell dir Honig aus Waben. Der erfüllt alles. Und dieses Rohkostmandelpüree von Keimling. Und Ayahuasca, und du kannst dich auf die Essenz dann reduzieren. Du brauchst das alles andere nicht mehr, das ist Ballast. Das hält uns auf, weil die ganze. Ich sehe das als, ja, wenn du wirklich kristallin werden willst, der reinste Zustand ist auch, sonst trägst du auch Ayahuasca und das hört nicht auf, dich zu reinigen. Ich kann mir inzwischen aussuchen. Wenn ich will, bleibe ich Raumschiff für immer und es sucht sich, ich muss mich nicht. Ich muss mich gar nie mehr bewegen. Und das ist der Kern, darum geht's ja. Ja, drum steckt halt auch die Heilung und die Reinigung drin, ne? Das ist das Schöne. Ja. Und weil es eine Zeit ist, folgen jetzt Ausschnitte aus der Salvia-Bibel von KK84 zur Inspiration. Wie ein Stiefel in der Böschung. November 2011, meine heutige Reise. Ich komme gerade von einer sehr krassen Reise zurück. Vorhin habe ich in der Salvia-Hütte unten die Göttin besucht, indem ich einen Joint mit 0,2 Gramm Blättern rauchte. Heute war es zusätzlich interessant, weil es um die Zeit schon stockfinster ist. Das, was ich vor dem Trip Realität nannte, entpuppte sich als eine Art Schicht, die Konsistenz von einem PVC-Boden oder ähnlichem hatte. Ich sah, dass diese Schicht nur eine von sehr vielen ist, die wie Buchseiten aufeinander lagen. Meine Realität, aus der ich komme, war eine davon und ich wurde samt dieser Buchseite, von der ich ja ein Bestandteil bin, aus diesem Buch langsam teigartig herausgezogen und in die Salvia-Welt katapultiert. Die ganzen anderen Buchseiten waren auf der Oberfläche eines Objekts, das ich nicht exakt beschreiben kann. Es war am ehesten eine Kugel, aber auch doch nicht. Das ist so schwer, Dinge, die mehr als 3D sind oder räumlich und zeitlich gar nicht richtig definiert sind, mit Worten zu beschreiben. Während ich mich in diesem Wheel drehte, sah ich noch immer diese Buchseitenrealitäten. Und mir wurde vor allem auf dieser klassischen salviermäßigen Gefühlsebene klar, dass meine Realität echt nur eine von vielen ist. Aber im Alltag kennt man eben nur diese eine, aus der man kommt und denkt, das sei real. Weit gefehlt. Dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben. Es ist stark erleuchtend und so ähnlich, als hätte man plötzlich die Lösung eines mathematischen Problems gefunden, an dem man sehr lange gegrübelt hat, indem man um die Ecke denkt und es aus einer gänzlich neuen Sichtweise bedenkt. An dieser Stelle sei nebenan erwähnt, dass ich Salvia wirklich allen Naturwissenschaftlern und Philosophen nur wärmstens empfehlen kann. Es ist wirklich ein nützliches Werkzeug für Weltformel und Co. und dem kann ich mich absolut anschließen. Ja. Sublinguale Salvia-Meditation. Live-Erfahrungsbericht. Dezember 2011. Als Dosis habe ich mich für 3 Gramm getrocknete Blätter entschieden. Ich muss bestehen, ich bin noch nicht ganz sicher, wie heftig die Dosis sein wird. Die vergangenen Stunden habe ich mich schamanisch und spirituell auf die Reise eingestimmt. Im Zimmer hier ist es mit Ausnahme des Bildschirms dunkel. Ja, genau, und dann macht er den Bildschirm an und es fängt an um 0:31. Holy shit, die Wirkung ist voll da, ich kann das nachher schreiben. Leichtes Kribbeln auf der linken Kopfseite und eine zunehmend introspektive Wahrnehmung. Die Gedanken wurden verspielter, schließlich flüssiger und dann wurden sie in einem Strom nach links gezogen, zum Kopf hinaus. Anmerkung hier, das teilt den Körper in verschiedene Funktionen ein und verschiedene Realitäten ein. Und bei Salvia ist es typisch, dass es in die linke Seite zieht. Und so beschreibt er das ja auch. Am Eingang des Tunnels stand eine Frau mit einem blauen Kleid, die aussah wie eine Spielfigur. Ich erkannte sie aufgrund ihrer Ausstrahlung als die Göttin. Aber jetzt ging es Schlag auf Schlag, ich war 60% in der Salvia-Welt drüben und locker auf Level 4.
Mein Körper saß am Stuhl und wurde nach links gezogen und verbogen in die Form einer Schnecke. Der Nacken tat mir mit der Zeit weh vom Biegen nach links und mir wurde schubweise heiß und ich begann zu schwitzen. Es zog mich immer stärker nach links und vor meinem geistigen Auge hatte ich mich in eine hölzerne Schnecke verwandelt. Halb rechts hinter mir kniete eine Person, die mich an meinen verstorbenen Vater erinnerte. Er kniete in unserer frühen alten Küche und legte einen PVC-Boden aus. Aber es war nicht direkt er selbst, es war eher in einem Paralleluniversum, welches jetzt durchsichtig wurde, sodass ich von meiner Welt aus Sequenzen daraus erkennen konnte. Etwas weiter rechts unten war noch eine weitere männliche Entität, die mir auch bekannt vorkam. Sie blätterte in einem Buch mit mystischer Ausstrahlung und halbtransparenten Seiten, welches etwa einen Quadratmeter groß war. Dann entstanden rechts von mir Partikelsysteme, die auch nach links flossen, in einer Farbenpracht, wie es keine Grafikkarte hinbekommt. Plötzlich bekam ich einen wahnsinnigen Lachkrampf, sodass ich mich fast an dem Mund voll Salbebrei verschluckte. Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn ich jetzt... Genau, und dann zerkugelte ich mich noch mehr vor Lachen. Dabei, das Salbe und Lachen gehört einfach absolut zusammen, ne? Vor mir tauchte nun ein regelrechter Fluss, Strom aus Realitäten auf, der von rechts nach links an mir vorbeifloss und auch in diesen Tunnel mündete. Zunächst waren diese Realitäten noch ein gerader Strom. Dann begann sich alles in ein Salbe-Wheel zu drehen, in dem auch ich mich mitdrehte. Wheel heißt Rad, das Salvia-Rad, das sich immer dreht. Diese Realitäten waren jeweils kurze, filmsequenzartige Ausschnitte aus einer anderen Welt. Teilweise waren es aber auch Welten, die ich gar nicht kannte. Sie sind zwar optisch wie unsere Welt, aber sie sind es nicht. Es sind Paralleluniversen. Es zogen bestimmt 100 verschiedene Filmsequenzausschnitte aus anderen Welten an mir vorbei. Gleichzeitig kam es mir auch so vor, als hätte ich in allen schon mal gelebt. Irgendwann, irgendwie. Und ich überlegte, ob ich vielleicht in eine dieser vorbeiziehenden Realitäten aufspringen und mitfahren soll. So wie wenn man an einem vorbeifahrenden Zug aufspringt. Während ich dieses Schauspiel betrachtete, öffnete ich kurz die Augen. Mein Körper war regelrecht nach links aufgerollt wie eine Schnecke. Ich rollte mich kurz ab, rechts Richtung Bildschirm, um ihn auszuschalten. Das sagte mir mehr der Instinkt. Aber ich schaffte es nicht. Ich konnte den Schalter nicht bedienen. Ich fragte die Göttin, ob ich denn den Bildschirm unbedingt ausschalten muss und sie verneinte. Ich schloss dann die Augen und folgte weiter den Visuals, welche aus vorbeiziehenden Realitäten in einem Salvia-Wheel bestanden, in dem ich mich auch mitdrehte. Irgendwann, ohne dass es mir direkt bewusst war, sprang ich auf eine der vorbeiziehenden alternativen Realitäten auf. Und schlagartig war ich in dieser Realität drin. Diese Realität war nicht weniger real als unser Alltag. Ich war wieder im Eingangsbereich unserer Volksschule, die ich in den Jahren 1990 bis 94 besucht hatte. Obwohl das ewig her ist, war ich wieder dort. Jedes Detail stimmte, einfach alles. Auch das gefühlte Zeitalter, einfach alles, jedes Detail. Ich war dort und es ist nicht weniger real als es jetzt. Ich schwebte als Geist im Raum entlang, bis ich an einem Schultisch ankam, der mitten im Eingangsbereich etwas hinter ein paar Zimmerpflanzen stand. Auf dieser Schulbank saß ein Schüler. Ich blickte ihn an. Er sah aus wie ein kleiner Junge mit etwas schulterlangen Haaren. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass dieses Wesen weder männlich noch weiblich wirkt. Es war geschlechtsneutral. Es malte auf einem weißen Blatt Papier etwas, was ich zunächst nicht genau erkennen konnte. Und es gab sich sehr viel Mühe beim Malen. Ich fragte dieses Wesen, was es dann genau malt. Es sagte, ich male das, was dich am besten darstellt. Ich schaute ihm zu und als er mit dem Malen fertig war, zeigte mir das Bild. Es war eine Art Strubelpeter mit einer ganz übertriebenen Bierwampe. Dabei lachte und kicherte das Wesen und das tat es auf eine so kindliche, unschuldige Art, dass man ihm deswegen unmöglich böse sein konnte. Überhaupt habe ich noch nie so ein Wesen gesehen, das eine derart starke Güte, Verständnis und Akzeptanz ausstrahlt. Das Wesen lächelte mich mit glänzenden Augen an, kicherte weiter wie ein kleines Kind und zeigte mir voller Stolz dieses Bild. Ich musste drüber lachen und spürte währenddessen weiterhin dieses ungeheuer starke Gefühl von Güte, von selber etwas wert sein,
und Geborgenheit. Ja. Dann öffnete ich die Augen. Also ca. 0.45 Uhr. Oh ja, hier. PS, eine andere Sache muss ich unbedingt festhalten. Genau wie er mit Sylvie nämlich umgegangen wäre, fast. Wie ich mit so etwas Heiligem so beiläufig umgehe. Ich habe echt direkt Schuldgefühle, komisch. Mir wurde einmal mehr gezeigt, dass Salvia heilig ist. Das wirft man nicht belanglos in eine Ecke und legt damit nach, so als ob man sich ein Bier hier hinterher säuft, ohne nachzudenken. Salvia ist keine klassische Droge, sondern ein heiliges Sakrament. Ich kann nicht oft genug sagen, wie heilig es ist. Dem kann ich mich nur anschließen, ja. Im nächsten Moment befand ich mich in einer Umgebung, die mich von der Grafik her an ein Computerspiel der 90er Jahre erinnert. Etwa so wie bei Quake 2 oder Unreal Tournament. Oh ja, ich habe Unreal Tournament und Quake. Unendlich viel. Voll cool. Es war eine Halle, in der ein paar Kisten rumstanden, so ein typisches Unreal Tournament Level. Im Zentrum der Halle befand sich so eine runde, grün leuchtende, steinerne Plattform, die sich drehte. Und aus ihr kamen auch 8 steinerne Statuen heraus, die aus eisblau leuchtendem, kristallinem Gestein bestanden. Die Statuen drehten sich dann mit dieser Plattform mit im Kreis. Ich betrachtete sie eine Weile. Im Raum unterhalb war ebenfalls eine rotierende Plattform, etwas kleiner, blütenförmig, aus Marmor mit roten Kristallen. Ich begab mich in dieser Welt dann weiter nach links und kam an einen Ort, an dem sich verschiedene Parallelwelten überschnitten. Einerseits war ich dann noch in diesem Computerspiel-Level, aber gleichzeitig war dort ein Fragment aus einer anderen Realität. Es war ein Teil von einem Ort, den ich in der Kindheit öfters besuchte und mir in letzter Zeit in meinen Träumen öfters erschienen war. Es war so ein verfallenes altes Bauernhaus, neben dem alten Haus meiner Tante, wo ich in den 90ern zu Besuch war. Ich betrachtete eine Weile den Bach, der dort an der Böschung vorbeifloss, und das mit Moos übersäte alte Holz. Plötzlich spürte ich deutlich die Anwesenheit einer Entität. Ich konnte sie nicht sehen, aber spürte, und es war geschlechtsneutral. Vor mir befand sich plötzlich eine Art Box für Karteikarten, und in dieser Karteibox waren die Ziffernblätter von etlichen Pendeluhren, die so aussahen wie die Pendeluhr, die bei uns in der Küche hängt. Und die waren aneinander gestapelt. Ich hatte den Eindruck, dass jede dieser Pendeluhren eine eigene Zeit, Realität darstellt. Und dass dieses Geistwesen auf der Suche nach einem bestimmten Ziffernblatt war. Muss man sich mir vorstellen. Und genauso verbildlicht's die Telepathiesprache, wie wir Räume erschaffen. Das ist so klar. Also ich hatte den Eindruck, dass jede dieser Pendeluhren eine eigene Zeit und Realität darstellt. Das Geistwesen sagte zu mir, ich bin der Uhrenklauber. Dann wurde ein Fetzen Realität heruntergerissen, so wie wenn man einen Teppich vom Boden hochhebt. Und ich entdeckte, dass sich dort noch mehrere ineinander verschachtelte Welten verbergen. Plötzlich stand ich wieder in meinem Zimmer. Durch das Schlüsselloch kam die Salvia-Göttin hereingeschwebt. Sie sah aus wie meine Mutter vor ca. 20 Jahren und hatte diese typische mütterliche Ausstrahlung der Salvia-Göttin. Während sie wie ein sanfter Windhauch an mir vorbeiglitt, zog es meinen Geist aus dem Körper heraus. Ich distanzierte mich nach und nach von meinem Körper und betrachtete ihn zuerst von der Seite, dann von oben. Und schließlich schwebte ich durch die Decke hindurch ins Freie. Währenddessen hatte sich mein Körper, der meditierend auf der Bettkante saß, in eine graue Statue aus Granit verwandelt. Ich schwebte über die Landschaft in die Nähe meiner nächstgelegenen Stadt. Dort kam eine weitere weibliche Entität auf mich zu, welche eine Art Faden aus Gedanken aus meinem Kopf nach links hinauszog. Allmählich begannen die Visionen immer subtiler zu werden und ich beschloss, mich jetzt ins Bett zu legen. Und dann befand ich mich in einem alten Haus, in einer Stube, die so eingerichtet war wie im 19. Jahrhundert. In einer Ecke standen eine weibliche Entität, die so aussah wie eine Figur einer Spieluhr, und ein alter, knochiger Mann
mit langem grauen Bart und grauen Haaren. Die beiden kamen auf mich zu, aber die Wirkung war dann schon zu schwach, um mehr draus mitzunehmen. Am nächsten Morgen erwachte ich frisch, geistig gereinigt und dankbar für diese Erfahrung. Ich war überrascht, dass selbst 0,5 Gramm Blätter sublingual eine so gute Wirkung erzeugen. So, nach diesem aufregenden Spontanerlebnis, ja, der Hinweis darauf, dass ich gerade dabei bin, eben die DMT-Bibel und Salve-Bibel glorreich, genau, da gibt's, die gibt's bald als Hörbücher. Zeitgleich habe ich die zweite Auflage der Druckversion fertiggestellt. Der Klartraum ist jetzt, enthält jetzt noch mehr Bilder in HD und jeder Fehler ausgebessert und einige neue Seiten. Allerdings ja der Hinweis, Klartraum verbreitet sich hauptsächlich digital und das Buch wurde bisher noch kaum verkauft. Das heißt, bevor es eine zweite Auflage geben kann, muss erstmal die erste verkauft werden und da sind noch einige hundert Bücher auf Lager. Und da fließt der Gewinn 1:1 darin, dass wieder die nächsten 6.000 für die nächste Druckversion auf die Beine gestellt werden können. Das ist auch einem lieben Fan zu verdanken, der die erste Klartraum-Auflage ermöglicht hat überhaupt. Genau, und dementsprechend, wenn du willst, dass es das Buch in gedruckter Form in neuester Version gibt, erstmal noch die bisherige kaufen. Vielleicht ist jetzt die Winterzeit auch genau richtig dafür. Genau, hat seinen Preis, weil es einfach kleiner Verlag, kleine Auflage, 700 Seiten. Der Verlag ist übrigens auch aus der Family, kein externer Company, die irgendwas für sich, sondern das ist alles transparent und von uns für uns. Im E-Book werden wir auch ziemlich schnell merken, dass, ja genau, das schon schön ist, in gedruckter Form zu haben. Also insofern, wer den Klartraum auf die Art und Weise supporten kann, bitte das Buch kaufen. Dann kann es nämlich finally auch die englische Version als Buch, als gedrucktes Buch geben. Es ist schon fertig. Ich lade die Tage gerade die neuesten E-Book-Versionen hoch. Der Klartraum bleibt kostenfrei. Das war immer das Wichtigste, dass jeder das sofort zugänglich haben kann, wenn er will. Genau, aber hier an der Stelle, man denkt immer, ja, der andere macht's. Genau, wir brauchen ein bisschen Crowdfunding, damit sich das verbreiten darf. Es ist ja doch von uns allen, ja. Und wer es noch nicht kennt, der kann einsteigen über Klartraum 1-7, die Hörbücher. Und im Buch ist für vieles, jede Seite ist wirkexplosiv, das ist ein Kunstwerk. Also ich denke, jeder, der an sich leistet, wird sich darüber freuen. Und als Info hier auch, wer die Seite noch nicht kennt, schaut auf klartraum-welle.info. Da sind einfach ganz viele Fragen, die einem während der Videos kommen, eh schon beantwortet. Eigentlich alles ist da beantwortet. Und ja, da findet man auch die DMT-Bibel, die Salve-Bibel, zahlreiche andere Werke zum Download, Bilder zum Download, Musik zum Download. Ich gebe euch wirklich Mühe, dass jeder Freund, der vorbeikommt, braucht sich keinen USB-Stick ziehen, sondern findet alles auf der Seite. Und genau so sollte das sein. Das ist, eine Bereicherung ist. Und den Klartraum gibt's überall im Buchhandel zu bestellen oder bei Amazon. Ich glaube, ich schreibe im Videotext sogar mal die ISBN drunter. Ansonsten findet man die auch auf der Klartraum-Homepage. Genau, und ich bin von Soundcloud auf hearthis.at umgezogen. Genauso gut, nur dass es nicht 11 Euro im Monat kostet, was auf Dauer nicht tragbar war. Genau, da kann man sich alle Hörbücher als MP3 runterladen und in Ruhe Zeit dafür nehmen.